Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch, wie wir aus einem Busch einen Bonsai machen. Es geht um diesen Busch hier, das ist ein Potentilla, ein Fünffingerstrauch. Und den habe ich letztes Jahr ausgegraben in einem Garten und kräftig zurückgeschnitten und hier einfach wieder eingepflanzt, um mal zu gucken, ob man aus diesem Material auch Bonsai machen kann. Er hat jetzt natürlich sehr viele gerade Stiele, die auch abgestorben sind zum Teil. Also das wird eine ziemliche Wurschelei, das Ding auseinanderzunehmen und was Vernünftiges draus zu machen. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Naja, zunächst mal aus der Erde mit dem Klinker. So, ich habe mich jetzt in Schatten verzogen mit der Pflanze und hier kann man sehen, dieser Teil hier, der ist komplett dröge, der ist hinüber, den ziehen wir erstmal raus, der ist kaputt. Dann haben wir hier auf der Seite diesen Teil hier. Der ist auch hinüber und den kriege ich so jetzt nicht einfach rausgezogen, muss ich ein bisschen fummeln. Der Teil hier ist auch kaputt. So, und das ist jetzt übrig geblieben an lebender Pflanze. Aber es hat sich doch gelohnt, den wieder einzupflanzen und nicht wegzuschmeißen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir daraus machen können, dass wir ihn als Bonsai vorbereiten. Also hier unten kommt direkt einer aus dem Wurzelhals raus. Der gehört da natürlich gar nicht hin. So, den haben wir abgenommen. Das andere sieht sehr interessant aus. Er hat einen schönen Stamm. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, ist hier oben. Da sieht man die frühere Schnittstelle. Also das muss ich jetzt ein bisschen auseinanderbrechen. Ich denke, das wird schon ein bisschen morsch sein und dann müsste das eigentlich gehen. Ja, das geht schon mal ganz gut. So, und jetzt natürlich zu überlegen, was behalten wir hiervon und was nicht. Ich denke mal, insgesamt werden wir den neu aufbauen, weil das alles viel zu gerade, lange Äste sind. Und darum schneiden wir erstmal alles weg, was wir nicht benötigen. Bringen wir ein bisschen Licht in die ganze Sache. Hier haben wir zwei übereinanderliegende. Ein bisschen schwer zu erkennen auf der Kamera jetzt, aber egal. Da und da liegen zwei übereinander, sogar drei. Die können wir so gar nicht gebrauchen. Ich entscheide mich, den dickeren hier wegzunehmen. Ja, das war ganz gut. So. Ja, ist ein bisschen schwierig mit so langen Dingern irgendwas anzufangen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Kann sich ein bisschen Zeit lassen. Mal gucken. Meisten werde ich einfach einkürzen gleich und wie gesagt, wir brauchen einen kompletten Neuaufbau hier.
nicht so einfach. Bei einer Potentilla habe ich das auch noch nie gemacht. Das war das erste Mal, dass ich jetzt aus einem Fünf-Finger-Strauch einen Bonsai mache. Wie gesagt, wir werden den komplett neu aufbauen. Ja, jetzt kommt langsam Licht in die ganze Sache. Jetzt widmen wir uns der anderen Seite. Da sind jetzt auch noch zwei, wie gesagt, die nebeneinander herlaufen. Das ist ein bisschen schwer zu zeigen auf der Kamera, aber wie gesagt, da sind zwei hier, die sind laufen nebeneinander her, das geht gar nicht. Jetzt die Frage, welchen behalte ich davon? Also ich denke, der obere hier sieht interessanter aus, der hier. Der hat auch schon ein bisschen Bewegung. Ob wir die gebrauchen können, weiß ich noch nicht, aber egal. Gut, dann schneiden wir den weg hier. Zack, so. Ja, den Rest kürzen wir erstmal ein. Wie gesagt, für den Neuaufbau. So, jetzt hat er hier oben einen derben Knick, das sieht gar nicht aus. Also nehmen wir den auch aus. Ja, das war es im Prinzip jetzt schon. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Den oberen Teil, ob ich den lasse oder später noch abschneide, weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Wichtig ist erstmal, dass er als Bonsai vorbereitet wird und alles andere kommt dann ein bisschen später. Und naja. Den guten mal gleich einpflanzen. Also den Bereich hier sieht man, der ist trocken. Mal gucken, ob ich den noch ein bisschen wegkriege. Damit geht's nicht. Das lassen wir erstmal so. Den Rest können wir später machen. Ja, jetzt schneiden wir eben noch die Wurzeln ein. Kürzen die, damit wir den guten auch einpflanzen können. Jetzt hat er natürlich ziemlich lange gerade Wurzeln. Das ist nicht der Hit, aber zu viel wegschneiden kann ich davon auch nicht, weil der kaum feine Wurzeln hat. Aber mal gucken, was wir damit machen. So. Ja, das reicht erstmal. Ja, den pflanzen wir jetzt so ein. Das ist noch ein bisschen Totholz. Vielleicht lasse ich die Wurzeln noch ein bisschen höher stehen, mal gucken. Reicht erstmal so. So, dann pflanzen wir den guten ein. Und mal schauen, was draus wird. Alles, was ihr benötigt bei solchen Vorgehensweisen, müsst ihr euch vorher parat legen. Also ob das nur die Pflanzschale ist oder das Vlies oder das Substrat oder auch Wasser zum Gießen oder zum Tauchen für die Pflanze zwischendurch, wenn das etwas länger dauert, dass man dann also die Wurzeln immer wieder mal nass macht. Und ja, also, ja, das ist jetzt meine erste Potentilla, also Fünf-Fingerkraut. Sie blüht gelb, das weiß ich, weil ich sie ja letztes Jahr schon im Garten stehen hatte und habe gesehen, wie sie geblüht hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Kleine entwickelt. Ja, da dieser Fünf-Fingerstrauch jetzt nicht sehr viele Feinwurzeln hat, also Saugwurzeln, werden wir oben auf die
Oberfläche Moos legen, damit die Feuchtigkeit besser gehalten wird und uns die Wurzeln auf keinen Fall austrocknen. Im Anschluss zeige ich euch jetzt noch die Forsythie, die wir vor kurzem umgetopft haben. Und ja, sie blüht jetzt wunderschön und daher wollte ich es euch noch mal kurz zeigen. Das war es dann eigentlich auch schon für heute. Ja. Achso, ich hatte noch ein paar Rosen gefunden. Die zeige ich euch ein andermal. Die sind also klitzeklein. So, wir starten jetzt. Nein, Blödsinn.